Doktor. Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Musik hier schon. Genau, unser Raumschiff hier, auch sehr cool von der Animation her, finde ich, dass sich das Ganze hier zur Seite neigt. Ja? So, wir haben ein S aufgenommen, das ist ein Schuss. Quatsch, Schuss. Es ist wirklich spät schon wieder. Natürlich Speed für Geschwindigkeit. Das heißt, wir können unser Raumschiff ein bisschen schneller bewegen. Und das P ist, wie gesagt, ein Power-Up. Wie ihr seht, der Schuss hat sich jetzt schon ein kleines bisschen verbessert. So, Auge. Jetzt haben wir diesen Blitzschuss hier. Der ist eigentlich auch ganz cool. So, mit Power. Weil der ist so ein bisschen zielsuchend auch, ne? Wie ihr seht. Das heißt, hier muss man tatsächlich dann eigentlich nur in Anführungszeichen ein bisschen aufpassen, dass man den Schüssen ausweicht. Aber hat auch den Nachteil, habt ihr eben vielleicht schon kurz gesehen, man schießt nicht dauerhaft. Also ab und zu, wenn die Strahlen da ein bisschen dranbleiben, dann hat man kurze Zeit auch mal keinen Schuss. Und das ist für so ein Ballerspiel, kann das natürlich schon fatal sein. Ne? Also diese kleinen roten Dinger hier, das ist alles Punkte, die wir aufnehmen. Und hier passieren wir jetzt gerade einen der Checkpoints schon. Das heißt, wenn wir sterben sollten gleich, was wir natürlich nicht tun, dann dürfen wir wieder an der Stelle hier starten. Jetzt hat hier eben schon wieder keinen Schuss. Es ist nicht so ganz mein präferierter Schuss, muss ich sagen. Es gibt, wie gesagt, wenn man in einem Ballerspiel zwischendrin nicht schießen kann, das ist so, da habe ich lieber einen Schuss, der dauerhaft Bums macht. Sensationell coole Musik, muss ich sagen, hier. Auch die Explosionen. Ganz toll. Gefällt mir. So, ich glaube, wir kommen schon zum ersten. Ich weiß gar nicht, ist es ein Endboss oder ein Zwischenboss gewesen? Da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal mit Viereck unsere Bombe. Noch einmal, und ihr seht schon, das Coole, diese Bombe kann die Schüsse auch aufhalten. Ach, da war es vorbei. So, der frisst aber auch wirklich einiges hier. So, wenn er anfängt mit seinem Laser zu schießen, muss man aufpassen. Da wäre Power-Up gewesen, noch ein Power-Up. Speed. So, da haben wir ihn geschafft. So, jetzt können wir noch versuchen, schnell ein paar Sachen einzunehmen. Power up. Power up. Na, jetzt haben wir wieder einen anderen Schuss, den Raketenschuss. Wobei, der ist eigentlich auch ganz cool. So, haben wir ein paar Statistiken hier. Stage 2-1. Den mache ich eigentlich ganz gern hier, diesen Raketenschuss. Geschwindigkeit. Hier wieder eine ziemlich coole Musik. Hier fliegt teilweise so viel durch die Gegend, dass man nicht so wirklich erkennen kann, ist das jetzt ein Schuss, muss man dem ausweichen, ist das zum Einsammeln. Aber das Problem habe ich ganz oft tatsächlich bei Shoot'em-ups, wenn dann so viel los ist mit Explosionen und Rauch hier und da. Und so, jetzt haben wir 7 Bomben inzwischen, das ist auf jeden Fall gut. Oh cool, das ist ein bisschen nach links und rechts gerollt hier. So, jetzt mal wieder den ersten Schuss aufgesammelt. Der macht jetzt auch eine andere Bombe sozusagen als der eben. Oh nein, jetzt haben wir den wieder aufgesammelt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Das geht schneller, als man gucken kann manchmal. Und eine Sache, wo ich mich ja immer so ein bisschen erziehen muss, immer noch, ist in jedem Shoot'em-up-Spiel, man muss nicht jeden Gegner zwingend abschießen, der auf dem Bildschirm ist. Manchmal bringt man sich dann doch, also zumindest ich, ganz gern mal noch in Gefahr, weil man unbedingt noch diesen Gegner abschießen will, und dann wird das an einem zum Verhängnis. Man verliert ein Leben, nur weil man den einen Gegner jetzt noch abschießen wollte, obwohl das gar nicht notwendig gewesen wäre eigentlich. So. Ja, wobei der
Dieser Elektroschuss ist hier in dem Level doch gar nicht so schlecht, weil hier kommen schon sehr viele verschiedene Gegner von verschiedenen Seiten. Jetzt bin ich genau reingeflogen. Ich dödel. Und das war's schon. Game over. Aber wir haben Continues, wenn ich mich recht erinnere. Yes. Oh, 17. Platz. Immerhin. So, Stage 2-4 nochmal. Yeses. Yeses. Und jetzt haben wir natürlich wieder das langsame Schiff. Das ändern wir jetzt auch schon mal. Da haben wir natürlich auch wieder nur 3 Bomben. Und ein bisschen Stärke für den Schuss, das ist gut. Jetzt nehmen wir mal wieder den hier. Ist hier nicht ganz so klar, auf welcher Ebene man hier unterwegs ist und wo die fahren und wo sie einen kriegen. Mir ist schon wieder kaputt gegangen. Jetzt sind wir noch nicht beim Checkpoint gewesen, das heißt, jetzt müssen wir noch mal dieselbe Stelle machen. Jetzt haben wir natürlich nur den Popelschuss hier. Das war jetzt direkt schon mal leider. Boah, das war ja dämlich. Ja, der Gegner wird tatsächlich jetzt schon ein bisschen schwieriger, wenn man keine Auflevelung des Schusses hat. Da kann man im Prinzip nur draufhalten. Na gut, da kriegen wir es nicht mehr. Er schießt Gott sei Dank nicht nach hinten. So, wir nehmen jetzt doch mal diesen Schuss wieder. Ey, ist mir zu viel los irgendwie. So, dann machen wir es nochmal ein bisschen stärker. Och nee, das gibt's doch nicht. Ja, die. Ja, ja, schon wieder Game Over. Ihr seht's richtig. Ja, 84. Platz. Das ist jetzt schon nicht mehr ganz so gut. So, wir versuchen es aber nochmal. Ein bisschen mehr möchte ich euch ja schon zeigen noch hier von dem Spiel. Also mir gefällt es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin ja grundsätzlich nicht besonders gut in so Shoot'em-Ups, obwohl ich sie einfach echt gerne spiele immer wieder. So, wie ist man mit dem Schuss? Vielleicht kann man hier mit ein bisschen mehr Schnitte. Boah, ich wollte gerade sagen, der erste hat mich da auch schon getroffen. So. Dem hat man schon ein bisschen mehr Chancen hier, ne? Weil der auch so schön breit gefächert ist. Aber hier ist schon einiges los in der Stage, mein lieber Mann. Das gibt's doch nicht, immer an derselben Stelle vor allem irgendwie, ne? Wir wollen es jetzt auch nicht zu lang ziehen, dass ihr immer dieselbe Stage seht. Wenn ich jetzt hier nicht weiter durchkomme, dann starten wir einfach mal. Der kann ja doch seitlich schießen. Mit Steel Dragon Evolution. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Na, einmal versuchen wir es noch. Mischung aus Versuchen und Probieren, wollte ich sagen. So. Was ich fair finde, ist, dass man mit dem letzten Schuss wenigstens beim Continue, den man gehabt hat, bevor man kaputt gegangen ist, dass man mit dem die Stage wieder starten darf. Das finde ich sehr fair. Dass man nicht immer so auf den allerpopligsten Standardschuss zurückweicht. Puh, da wäre es schon wieder fast vorbei gewesen.
Es ist einfach super viel los hier auf dem Bildschirm. Vielleicht müssen wir doch noch mal den... Nee, nicht den, sondern diesen Laserschuss irgendwie. Jetzt haben wir doch den eingesammelt. Mist. Wollte ich überhaupt nicht. So, ich bin ja eben immer auf der linken Seite kaputt gegangen. Vielleicht versuche ich es jetzt erstmal auf der rechten Seite. Wobei es egal ist, weil die Schüsse kommen wirklich von überall. Ach Mann, und in den Schuss wieder reingeflogen. Nicht einfach. Also das habe ich in der Vorbereitung schon mal besser gespielt, die Stage, muss ich sagen. Klar, kann natürlich jeder wieder behaupten, aber in meinem Fall stimmt es wirklich. Bin schon weitergekommen als hier. Uah, komm, Power. Wenigstens Power up noch. Diese Gefechtstürme mit dem Langschuss, die sind fies. So, nehme ich mal wieder hier mit. Power up für die Waffe. Ja gut, da ist vorbei. Keine Chance. Gut, soll nicht sein. Also machen wir kurz mal ein Konsolenreset. Wir haben ja gelernt, wir können nur so wieder in das Menü zurückgehen und das andere Spiel testen. Aber auf jeden Fall ein spaßiges Spiel, muss ich sagen. Das macht Spaß und wie gesagt, ich habe es auch schon mal besser gespielt hier als jetzt gerade bei der Aufnahme. Das weiß schon zu motivieren langfristig. So, jetzt bekommen wir gleich hier erstmal Midas Interactive Entertainment, unser Publisher. Und D3 Publisher, hatte ich jetzt gar nicht recherchiert, was die noch hiermit zu tun hatten. Warashi, der Hersteller natürlich. Und jetzt kriegen wir erstmal noch eine Fehlermeldung irgendwie, dass die Save Data korrupt ist. Ja, auch nicht so ganz verstanden, was da das Problem ist, aber man kann es ja auch ohne spielen und für unsere Vorstellung jetzt ja alle mal, wo wir noch mal kurz ein bisschen ins Gameplay einschauen wollen. Ja, das wollen wir genauso machen. Und dann geht es jetzt weiter mit Steel Dragon Evolution. Genau, und hier gehen wir erstmal kurz in die Konfiguration. Stellen wir auf Easy, damit wir vielleicht ein bisschen mehr sehen als eben. Player Stock und Weapon Stock machen wir auch mal ein bisschen hoch und sagen Game Start. So, hier sind wie gesagt die verschiedenen Schiffe und unten seht ihr den Shot Type, wie die hier schießen. Ich nehme jetzt einfach mal den ersten und hätten jetzt hier die verschiedenen Charaktere. Ich habe eigentlich mal ihn hier genommen. Aber auch hier werden wir das eine oder andere Mal sterben und deswegen, ihr werdet noch ein bisschen mehr sehen als das eine Schiff und den einen Piloten. So, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr geiles Intro. So, und das Spiel hier hat teilweise, finde ich, schon so ein bisschen Bullet Hell-Anleihen. Werden wir dann gleich auch sehen. Zumindest bei dem Bossgegner war es, glaube ich, so. Genau, so, hier haben wir Sterne, die wir eingesammelt haben. Ihr seht, 1 von 100. Bei 100 Sternen gibt es ein Extra-Leben, wenn ich mich richtig erinnere. Dann haben wir eine Rakete. Und wir müssten mal irgendwie Geschwindigkeit draufkriegen. Das Ding ist ja lahm ohne Ende hier. Und auch wenn ich mich wiederhole, auch hier finde ich eine sehr, sehr coole Musik für das Spiel. Aber das ist schon deutlich umfangreicher gemacht als der erste Teil. Ne? Also hier passiert schon unglaublich viel, auch gerade mit diesem 3D-Hintergrund. Den Ebenen, die scrollen hier. So, haben wir unseren ersten Endboss. Und das ist hier wieder auf Viereck unsere Superwaffe. Und auch die kann die Schüsse des Endgegners kaputt machen. Das heißt, man kann die sich auch wirklich mal für eine brenzlige Situation aufheben. Jetzt
So, da haben wir schon geschafft. Genau, ansonsten eine Anzeige oben, 4 Leben haben wir und 4 Superbomben sozusagen. So, Stage 1 haben wir geschafft. So, Ladezeiten sind schön kurz, finde ich. Und schon geht's weiter mit Stage 2. Das war auch wieder so eine Nummer. Auch hier bin ich mir nicht so ganz sicher, dadurch, dass die Flugzeuge ja von unten kommen. Wann sind die denn auf der Ebene, dass man da reinkracht, wenn man sie nicht rechtzeitig abgeschossen hat? So, jetzt haben wir eben ein extra Leben gekriegt schon. Wie ihr seht, Schiffe sind jetzt 5. Wow, 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 wir brauchen dringend Geschwindigkeit. Ja, das war's. Super Waffe. Ja, das habe ich gemeint. Ne? Das ist schon so richtig. Bullet-Hell-Shooter-mäßig irgendwo. Zumindest für mich, für meine Begriffe. Und da bei so Spielen habe ich ja überhaupt keine Schnitte. So, Endboss von Stage 2 bereits. Ja. Auch hier. Ich mach mal einen Superschuss. Und mach mal Superschuss. Ich glaube, Mitch. Nee, haben wir noch nicht. Nochmal. Immer noch nicht. Der muss aber kaputt sein jetzt. Yes. Auf jeden Fall kann man hier genug Sterne einsammeln. Oh, nächste Extra-Leben gibt es jetzt erst bei 400, ne? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, also ihr könnt hier auf dem PlayStation 2 Controller sowohl mit dem Analogstick jetzt das Flugzeug steuern, als auch mit dem Digitalkreuz. Und ich bin ja wirklich ein absoluter Fan vom Digitalkreuz, also auch Autorennen oder sowas. Ich spiele das viel lieber mit dem Digitalkreuz in der Steuerung als mit dem Analogstick. So auch hier. Weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil ich ja in der 16-Bit Zeit groß geworden bin mit dem Sega Mega Drive und da sowieso alles immer mit Digitalkreuz gespielt habe, dass ich mich da einfach so dran gewöhnt habe, dass ich solche Spiele tatsächlich am liebsten mit Digitalkreuz spiele. Jetzt ist das von der PlayStation 1 und 2 noch nicht so das Beste gewesen, finde ich. Das war der nicht. Aber es geht schon. Der hält aber auch einiges aus hier. Mein lieber Mann. Ist immer noch nicht kaputt, da ist auch irgendwas explodiert schon. Okay, das war eine Explosion. Jetzt ist er definitiv kaputt. So, wir haben das nächste Extra-Leben schon bekommen. Jetzt wird nicht so weit am Bildschirmrand vorne fliegen vielleicht. Ja? So, nächster Endboss. Ach, ich sehe gerade, wir haben auch nur ein Time Limit. Ist das die ganze Zeit schon oder ist das jetzt nur für den Endboss exklusiv? Ich glaube, das ist nur für den Endboss, oder? Ich noch ein bisschen Budenzauber hier. Mit der Spezialwaffe. Oh nein, keine Raketen mehr. Verdammt. Kein Superschuss mehr. So, da ist schon mal was explodiert. Und ich auch noch. Immerhin haben wir jetzt wieder 4 neue. Aber das war's schon. Ne? Boah, was eine Explosion. Wahnsinn. So.
Auch die Stage haben wir geschafft. Finde ich. Der Turm, wenn man hier so ein bisschen schräg hochfliegt. Super Waffe, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Jubel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach mal eine Superwaffe. Ich will gar nicht wissen, was der für einen Schuss hat. Oh Gott, es kommen auch noch zwei von dem. Drei? Okay, noch eine Superwaffe. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Ja, 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 ja. Den nehmen wir auch mit. Mehr Glück als Verstand gerade. Ich habe nicht wirklich gesehen, wo ich hinfliege. Ach super, hier mit dem Nebel, durch den man gerade durchgeflogen ist. So, da wären wir wieder. Drei Superschüsse. Mal los. So, wo ist er denn? Fehlt uns noch mal ein paar. Bis zum nächsten extra Leben. Ach nein, ich hab's doch genau gesehen. So ein Mist. Sehr schön. Also auf easy kommt man hier schon ganz gut durch, muss ich sagen. Ja, es ist nur easy natürlich, aber wie gesagt, zum Zeigen reicht uns das ja so. Ich würde sagen, eine Stage gucken wir uns noch an und ich denke, da habt ihr genug gesehen vom Spiel und dann bin ich auf eure Kommentare mal gespannt, wie ihr das Spiel findet oder beide Spiele besser gesagt und ob ihr sie vorher schon kanntet. Auch eine schöne Stage. Ja, ein bisschen kleinere Flugzeuge. Oha. Sehr cool. Oh ja, super Schuss, super Schuss, super Schuss. Ja, lauf dich durch. Und schon wieder der Endboss. Stages sind ein bisschen kurz, finde ich teilweise. Das hätte noch länger gehen dürfen. Kommt zwei noch. Nein! Ein Diamant noch. Erleben. Jo.
Ne, 1200? Oh, doch, muss eigentlich irgendwo gegangen sein, ne? Die Anzeige. So, das haben wir doch gleich. Kaboom. Die Explosionen sind schon echt nice hier, muss ich sagen. So, ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir haben genug gesehen vom Spiel. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr Steel Dragon und Steel Dragon Evolution findet. Und dann würde ich sagen, war es das für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.